Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2 Tournament Golden Country. Beim letzten Mal haben wir das Spiel gestartet und ich musste jetzt erstmal ein paar Leute aus dem Team schmeißen, die wir noch gar nicht haben sollten. Das hat mich doch sehr überrascht beim New Game Plus, dass die direkt von Anfang an dabei sind. Hätte man meiner Meinung nach anders lösen können. Wir dürfen jetzt Zutaten sammeln, damit Jin uns was kochen kann. Machst du auch mal? Danke. Saure Avocado. Da brauchen wir noch ein bisschen Fisch, den gibt's da hinten. Ach ja. Irgendwie übernimmt die Eingaben manchmal nicht. Und jetzt brauchen wir noch. Wir haben jetzt die Forellen in die Avocados. Braucht man noch? Ah, da hinten. Ist jetzt hier noch ganz einfach, was das allererste Zeug ist, was wir machen sollen. So. Und Lager. Diese Lager werden noch sehr wichtig, weil so richtig Gasthäuser gibt es hier gar nicht. Das machen wir alles am Lager, da können wir dann craften und so weiter und so fort. Werden wir alles noch erfahren. Die Zutaten hätten wir zusammen. Das Feuer ist auch an. Dann richten wir uns hier mal für die Nacht ein. Du übernimmst ja das Kochen, oder Jin? Ja, ich mache mich sofort ans Werk. Die Klinge kocht. Findest du das ungewöhnlich? Hm. Du solltest froh sein, dass ich mich nicht daran versuche. Dafür kannst du anderes, wofür ich nicht geeignet bin. Die Glücksbringer, die du machst zum Beispiel. Egal ob Meister oder Klinge, jeder hat doch sowohl Talente als auch Dinge, in denen er nicht so gut ist. Also fährt man am besten, wenn man die Arbeit entsprechend aufteilt. Hm. Die Forellenbratlinge werden nicht allzu lange dauern. Ein wenig müsste ich aber noch gedulden. Ja. Und so sieht's hier aus. Wir können übernachten, wir können Items herstellen und wir können miteinander plaudern. Und so erfahren wir auch mehr über die Charaktere und deren Hintergründe. Hey Jin, kannst du dich um das Essen kümmern? Sicher. Ich denke, aus unserer Ausbeute kann ich ein paar annehmbare Forellenbratlinge zubereiten. Klasse, ich könnte jetzt echt was zu essen vertragen. Wird nicht lange dauern. Ja. Und herstellen, da können wir, kann jeder hier Sachen machen. Das werden wir alles noch erfahren, wenn wir die Charaktere dann storytechnisch auch wirklich mal treffen. Wir könnten jetzt normalerweise Talismane herstellen, können wir Taschen-Items anfertigen, die Kampffertigkeiten verbessern, oder wir können eben kochen mit Jin. Können wir hier halt verschiedene Sachen machen, die halt verschiedene Effekte haben. Ja. Können wir uns bei Zeiten noch beschäftigen, aber ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Zum Durchspielen haben wir eigentlich alles dabei, nichts Optimales. Das heißt, wir werden in Probleme rennen, trotzdem, dass es leicht ist. Wir haben es ja beim Hauptspiel schon gemerkt. Spätestens gegen Ende wird das Ganze dann nicht mehr ganz so angenehm. Aber okay, das gehört ja dazu. Übernachten. Jetzt haben wir das Sprichwort nochmal. Du kannst halt auch mal gehen. Bis zum nächsten Morgen schlafen und aufbrechen. Ja, wollte ich ja. Willst du mich verarschen? Habe ich gerade einen Bug ausgelöst oder so? Wir sind doch auf Schlafen. Das bin ja nicht nur ich. Ich bin nicht hier. Ich bin auf Übernachten. Warum kommt dann immer wieder das Gespräch? Hä? Habe ich gerade einen Bug ausgelöst oder was ist kaputt? Leute? Soll ich die vielleicht... Ah, okay, ich bin einfach nur blöd. Ja, ich habe das nur einmal durchgespielt. Also, sorry. Bin halt ein bisschen blöd. Ich muss da auch erst wieder reinkommen. Ich dachte, der macht's automatisch. Oh, was für ein Fail. How sad. That village, I mean. It is. That blade, Malos. He didn't do that, did he? The towns raised by the Aegis were completely obliterated.
I plan to inform the mercenaries of this. How could a person do something so awful? Anyway, you should rest now. We should be able to meet up with Hayes tomorrow. Oh, yes. I wonder if she's found any leads on Mother. I hope so, anyway. I'll prepare food, then rest up. Oh, that's kind of you. Thanks. War das gut. Es gibt doch nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und was für ein Gin gekochtes vor sich zu haben. Du hast es ja ganz schön runtergeschlungen. Hast du noch Hunger? Mikhail, was machst du? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Gin guckt immer so, das heißt nicht, dass er was gegen dich hat. Wie gucke ich immer? Wenn wir dich irgendwie vernachlässigen, musst du uns das sagen. Nein, alles gut. Das freut mich zu hören. Jin mag etwas einschüchternd wirken, aber er ist in Wahrheit ganz lieb. Bitte versuch mit ihm klarzukommen. Ich räume schon alles zusammen, dann sollten wir aufbrechen. Du hast recht, Hayes wartet bestimmt schon in Feldley auf uns. Wir sind noch ein Stück weit entfernt, aber von hier aus müssen wir eigentlich nur noch dem Weg folgen. Ja, dabei begegnet man direkt einmal einen einzigartigen Gegner, der... an diesem Punkt viel zu stark für einen ist. Und was hier auch anders ist als im Hauptspiel, ist, wir kriegen angezeigt, was wir hier finden. Diese kleine weiße Blase über dem Sammelpunkt zeigt einem genau, welche Kategorie von Item man hier kriegt. Ob jetzt ein Fisch oder Gemüse oder was anderes. Hier so ein Schatz, den können wir auch mitnehmen. Und Laura muss natürlich alles immer kommentieren. Ja. Und das ganze Level-Scaling in dem Spiel ist ganz anders als im Hauptspiel, denn hier kann man wirklich schon ganz zu Beginn heftig starke Viecher treffen. Hier, 43. Einfach mal so, ganz am Anfang vom Spiel. Du auch denkst, what the fuck? Aber so ist es nun mal. So, hier müssen wir einen Baum umschmeißen, um rüberzukommen. Batz! Da unten kann man später hin, Fische zu holen. Ich glaube, für irgendeine Quest muss man da auch hin. Bin mir aber nicht mehr sicher. Denn wie schon erwähnt, wir müssen hier Quests machen. Deswegen sollten wir auch immer... ja. New Game Plus Effekt. Deswegen sollten wir auch gucken, dass wir so viel wie möglich schon mal einsammeln. Der Herr Radhügel. Hier gibt es, wie gesagt, ein einzigartiges Viech. Oh, Minov, den kennen wir ja auch noch aus dem Hauptspiel. So viele bekannte Gesichter. Hier, da war eine einzigartige Krabbe. Und das Vieh ist echt böse. Das tut richtig weh, wenn es euch erwischt. Aber man kann hier auch ganz gut trainieren. Und das Brigitte, die kennen wir ja auch noch. Wie gesagt, das lohnt sich alles, den ganzen Quatsch hier mitzunehmen. Denn wir werden später vieles davon sammeln müssen. Das ist sogar ein goldener Punkt. Aren't we intrepid? Das heißt, da gibt es sehr seltene Dinge. Müssen wir erstmal einen Weg nach oben finden. Hier. So. Mach dich mal weg da, Vogel. This is becoming addictive. Wer weiß, wofür es später gut ist. Ich habe gesagt, gegen die Viecher kann man ganz gut trainieren. Und von dem war das halt ein einzigartiges, was sehr, sehr stark war. Diesen Fisch da würde ich an eurer Stelle nicht herausfordern. Er ist auch nicht so schwach. Und es gibt ja auch noch ein anderes Gebiet, immer noch starke hier vorne. Da kann man hinten in die Höhle schwimmen. Da sind auch ziemlich starke Gegner. Da ist eine Schatztruhe. Also ein bisschen was weiß ich tatsächlich schon noch, aber halt nicht allzu viel.
gerade was diese Systeme angeht, die hier alle greifen, dem Crafting und so, da habe ich mich auch nie wirklich reingefuchst. Das ist also alles was, wo ich relativ semi-blind rangehe. Einsamer Knochenpfad. Halt. Wenn ich schon sage, wir sollten das alles mitnehmen, dann sollten wir das auch machen. Ja, das Spiel ist deutlich kürzer als das Hauptgame. Das sollte klar sein, aber es werden hier trotzdem wahrscheinlich locker 30, 40 Folgen, bis wir durch sind. Was aber nicht schlimm ist. Die Story ist auf jeden Fall geil und allein dafür lohnt es sich schon dran zu bleiben. Also lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr freuen und mir vor allem sehr helfen. Denn wir sind ja immer noch auf der Road to 50. Und wäre schon ganz schön, wenn das bis Ende des Jahres klappt. Aber mal sehen. Ich kann euch ja nicht zwingen. Looks like Hayes isn't here yet. What the? Ui, das ist mal ein ordentlicher Krater. This should be the village of Feltley. It's almost like glass. Rumor among the Mercs says that's the hallmark of the Aegis. But why would he do this? Look out! Jin! It's nothing. Let's go. Der erste Bosskampf. Wenn ich mich recht erinnere, sollte man den eigentlich sogar verlieren. Gegen den Gargoyle. Beziehungsweise konnte ich nur so weit Damage machen, dann ging es weiter. Not an Ardanian Titan weapon either. Maybe it's Malice's. Get down, you two! Holy. Mithra! That was a close one. Looks like Malos's artifices are still roaming around. So it was. Hey. Wait a minute. Emblem of Torna. You are Jin, right? Wow, I can't believe it. I came all the way out here, and who do I say but the Paragon of Torna and his driver? You're so young. That core crystal was stolen 17 years ago. Quite a feat to pull off that heist at that age. Are you going to arrest us? Execute us? I don't know yet. I did just save you after all. Oh, how magnanimous. Laura, there's no point in talking. Have it your way. Tja, wir dürfen gegen Adam und Mithra kämpfen. Oh Gott, ich habe das Timing bei ihr überhaupt nicht mehr drauf, was Kombos angeht.
The hell are these two? They're just a driver and Blade. Where's this strength coming from? Well, he is the paragon of Torna. I've had enough. What? No. There's no need for you to... You! What? Incredible! You! Both of you! Huh? That last attack, the force behind it was absurd. I'm amazed! Oh, really? Well, that's just... Oh, and passing the weapon. What a concept! How did you ever come up with that idea? Oh, well... We were broke. Huh? We couldn't afford meals, let alone another sword. And so we made do. You're kidding. Oh man, you guys are the best. I haven't laughed this hard in ages. Huh? I really, really like you two. Master Adam! Sir! Milton! Oh, thank goodness you're all right. Master Adam, are you hurt at all? Master Adam? You can't be the Adam Origo. The Lord of Aletta. And fourth in line to the throne of Torna. Oh, come on, Milton. I've been with him the whole time. You really think these two would cause any harm? You've been using your dumb artifice again, haven't you? Dumb? So yeah, sure, nothing to worry about, right? Milton? Who's this then? Ah, this is Hayes. She rescued me from the jaws of some nasty monsters. Well, I'd better give her my thanks. Hayes. Oh, was she with you? I'm sorry to keep you waiting, my lady. Das war mal ein aufregender Tag, oder? I see. So that's when... What a sad, sad tale. Oh. Er ist sehr emotional, der gute Adam. Oh, here we go again. Don't let it get cold now. So then, how come you've enlisted with a band of mercenaries? I guess I like the freedom. This way I'm not tied down. So I can help out. With causes I really believe in, you know? Going's tough everywhere you look these days, right? I can't ignore it, can I? I understand. Fat load of good that'll do, in the long run. The world keeps turning anyway. You might think that. But mercenaries and statesmen each have their own views and ways to affect change. It's not in vain. A Blade siding with humans. You don't see that every day. I think it's Blades like you that are rare. Well, duh.
You do know what I am, right? Lacking in compassion. Blades like you really are a rare sight. That may be for the best. So, about Jin, I suppose you have to take him away from me. I could try to slay you right here. But? But my mission is to stop the Aegis's destruction. To subdue Malos, not to seek out lost trinkets. Who cares about Paragons anyway? Huh? How about you two join up? Lend us your strength. You're incredibly powerful. There's loads I want to pick up from you, like that trick from before. Let's see. We'll say I found the Paragon on my journey and decided to entrust him to you. To help with Malos. Well, sound plausible? That's just... Und so wurden sie zum Team. Und jetzt können wir auch Adam und Mithra wieder ins Team reinnehmen. Dann. So beginnt sie also, die Geschichte rund um Torna, der goldenen Nation. How dare he speak to me like that? He thinks he knows me. Course is the word. Yeah. He is. I meant you. Me? He meant you're unpolished. After you return to your core, you lose your memories. However, as you gain experience with people, gradually the nature of a blade, rather their feelings, they change and grow. You become more and more human. But you purposely keep yourself apart. Oh, so now it's my fault? No, not at all. I respect that part of you. Hey, are you angry about this whole Malos thing? I'm not. Whatever happens, I'll protect you. Be sure of it. We cannot simply ignore what's happening in the world. But... But what? Please say you'll be careful. I will. Ganz schön viele Cutscenes. Aber sowas liebe ich. Your Highness? Just Adam is fine. What is it? The going after Malos thing. Could it wait a few days? Oh, is there something you need to do first? Well, yes. You see, Lady Laura seeks the whereabouts of her mother. Unfortunately, she has her mercenary duties to perform. Therefore, I often go out and conduct these searches myself. I see. Then you've found her? Yes. With all that happened yesterday, I did not have the opportunity to say... My lady, your mother is currently residing in a small hamlet called Torrigoth. Torrigoth. That's on the edge of Gormot. Ardanian and Sian forces clash out there frequently. It's very dangerous. Indeed. Right. No time to waste. Let us head out there.
What? But what about your mission? You don't want to see your mother? Of course, but... Then let's go! Malos hasn't hit that part of the world yet. It's as good a place as any to look. You're hoping we might find him there? Exactly. That sounds too easy. We go to the village of Torogoth to find Malos. And you go to Torogoth to find your mother. Everybody wins. And once I've found my mother, I join up with you? That's the general idea. I'll send my people to notify your mercenary friends. And perhaps we could find a place for your mother in the capital. It should be safe there. Is this normal princely behavior? No. You think this is bad? Just stick around for a bit. Nobody's, like, making you come along, you know. Well, unfortunately, a driver and Blade are one in body and soul. As if you don't do whatever you feel like anyway. I know this is all very sudden. Still, we don't know where we'll run into Malos next. It makes sense to stick together, as much as we can. Oh, wir wurden beobachtet. Isn't that... Oh. I'm mistaken it. That's the Blade. And that little brat, too. Das bedeutet Ärger. Hi, it's Blue Fist. Yeah, the whole village was wiped out. Found myself some great cool crystals, eh? And I found something else too, something real interesting. Ja, das wird noch richtig Ärger geben. Aha. Give me some time to take care of this, okay? I'll be in touch. Ha! Fate's a funny thing. Never thought I'd get to take back that paragon. What I stole in the first place. Mal sehen, ob du uns wirklich bekommst. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs dabei sein, wieder fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.